hier mit einer Brücke rüber. Oh. Zack. Aus muss ich Spiel verarschen. Na gut. Das hat schon gereicht. Ziehen wir erstmal das zweite Gleis, denn jetzt muss ich hier schauen, wie weit wir hier rüber müssen. Damit erstens mal die Geschwindigkeit passt und zweitens der Hügel hier drüben nicht allzu groß wird. Ich denke mal, so wird es etwa passen. Sehr schön. Oh oh. Und dann schließen wir das hier an. So. Hier machen wir noch ein paar Schönheits-OPs. Da oben müssen wir das dann auch noch schnell machen. Einerseits das hier weg, andererseits den Hügel hier, wie ich immer so schön sag, entgraden, damit er nicht so spitz aussieht. So, sehr schön. Ja, auch noch ein bisschen, da auch noch. Da haben wir auch noch was, wo ich gerade gesehen habe. So, sehr schön. Hier könnten wir jetzt aus Spaß noch eine Weiche einfügen. So, hier fehlt auch noch eine Weiche. Zack. Und da. Oh ja, yeah, da fehlt. Die Bestromung. Na gut, aber 1966 können wir auch noch ohne Strom leben, würde ich mal sagen. Oh, die haben wir auch schon. Dann müssen wir hier doch mit Strom arbeiten. So, einmal aufrüsten. Oberleitung, ja. So, du warst noch da auf dem Weg. Okay. Sonst geht hier keine andere Linie entlang. Ihr dreht hier auch schön eure Runden. Dann machen wir hier noch eine Blockstelle rein. Nö, nee, ich lasse es mal so. So, wie machen wir das hier? Wir könnten davor sagen, dass wir die Linie rausführen. Ja, könnten wir. Auf jeden Fall finde ich das
gar nicht cool, was die Fabrik hier mit unseren Gleisen gemacht hat. Was passiert denn, wenn ich hier... Okay, geht nicht. Ja, wie machen wir das? Ich lasse den Zug jetzt erstmal weiterfahren. So, und dann sage ich mal, lass mich verarschen. Dann sage ich mal so und so. Und so. Kollision bei der Terre angleichen. Beim Abreisen. Das heißt, ich kann den Bahnhof nie wieder abreisen, oder? Ey, das Spiel ist gut drauf, ja? So, wie sieht's denn jetzt aus? Kollision bei der Terre-Angleichung. Dann kann das im Grunde fast nur noch das hier sein. Du kriegst eine Kollision bei der Terrain-Angleichung. Okay. Bin ich verarschen jetzt? Warum geht das denn nicht? Kollision bei der Terre angleichen. Ja, Hä? Wie? Junge! Spiel? Verarsch mich nicht. Das war echt die Straße. Ja gut. Das heißt, wenn ich die jetzt wieder hinmache, kann ich das nicht... Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich aber richtig hart. So, der Zug ist weg. Jetzt machen wir erstmal Pause. Warum fährt er denn jetzt da? Hallo, Zug? Hä? Sag mal, bist du ein bisschen besoffen oder so? Jetzt kommst du nicht mehr rüber. Toll gemacht, Zug. Echt klasse. Spitzenmäßig. Jetzt muss ich dir... Oh, nee.
ist aber immer noch die Frage, wie baue ich das um, dass es mir was nützt. Ich kann mir das auch so vorstellen, dass wir dann da eine Brücke drüber machen. Moment, mal kurz meinen Vorschlag euch präsentieren. Ah, warte, da war doch grad, da war doch grad, da war doch grad. Da, so. Würde das reichen von der Höhe? Das würde auf jeden Fall mal reichen. Dann würde ich das hier mal kurz angleichen, weil das sieht ja furchtbar aus. So, meine Idee ist jetzt folgende. Wir gehen hier mit diesen Schienen geradeaus weiter. In etwa, sagen wir mal so. Und mit diesen hier gehen wir via Brücke oben drüber. Am besten so. Upsa. Am besten so. Zack. Zack. Brückenpfeilerkollision. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Ich bekomme jetzt beim Abbau eine Brückenpfeiler. Nicht schlecht, oder? So, hier kriege ich eine Kollision. Ja, so. Jetzt baut mir doch hier so, laut der Anzeige bekomme ich nämlich, wo war's denn jetzt? Hier. Bekomme ich hier keine Brückenpfeilerkollision mehr. Das heißt, wir müssen das hier mal kurz absenken. Geht immer noch nicht. Oh nee, echt. Ich krieg jetzt komplett Brückenpfeilerkollision. Ja. Jungs und Mädels, wie habt ihr euch das denn so vorgestellt? Moment. Machen wir anders. Und zwar machen wir das so. Weg mit dem da. Wir ziehen hier gerade Strecke.